Machen wir wieder Rennen. Okay. Wieder, Steffele? Da können wir ja, oder? Also auf die Plätze. Fertig. Jungs, das sieht ja gut aus. Aber vom Treppenlaufen, das bringt euch nichts beim Stuttgartlauf. Ja, Stuttgartlauf gewinnen wollen wir ja nicht. Wir wollen ja dabei sein, die Staffellauf laufen und ja, ein dritter Mann hat gefehlt. Markus Wirtele. Grüß dich, Daniel. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich dabei sein darf, Matze. Hi. Ja. Markus, unser dritter Mann. Wir wollen dich ein bisschen vorstellen, aber das machen wir am besten laufend, würde ich sagen. Genau, ich bin da zum Trainieren. Lass uns laufen. Lass uns trainieren. Laufen. Oh Gott. Herr Markus, wir haben ja auf Facebook da ausgeschrieben gehabt, dass wir noch einen dritten Mann, Frau suchen. Warum hast du da gesagt, das wäre genau das Richtige für dich? Ja, ich habe mir tatsächlich letztes Jahr das Ziel gesetzt, beim Stuttgartlauf mitzulaufen. Damals wollte ich alleine mitlaufen und dann habe ich den Beitrag von euch gesehen und habe mir gedacht, zwei Chaoten. Ich kenne den Matze, ich kenne dich. Jetzt versuche ich einfach mal mein Glück und frage mal nach, ob ich das vielleicht als dritter Mann bei euch machen kann. Okay. Ja, wir kennen uns von Scorpions früher, warst du der Präsident, sahst da noch ein bisschen anders aus. Ich habe dich fast nicht wiedererkannt. Was ist passiert? Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe tatsächlich 2017 den Entschluss gefasst, mein Leben etwas umzukrempeln. Hab dann versucht, mit Sport Gewicht abzunehmen, was leider nicht so geklappt hat. Und war dann zum Jahresende letzten Jahr, also 2017, war ich dann bei 190 Kilo und habe dann den Entschluss gefasst, ich muss was tun. Ja. Habe mich beraten lassen und ja, knapp vor einem Jahr habe ich mich dann jetzt am Magen operieren lassen. Okay. Und seitdem habe ich jetzt 76 Kilo verloren. Wahnsinn. Nicht nur durch die Operation, natürlich auch durch viel Sport. Und ja, das ist der nächste Meilenstein jetzt in meinem Ablauf. Aber Sport ist ja nichts Neues für dich. Also du warst ja American Footballer. Ja, richtig. In meiner Jugendzeit war ich sehr erfolgreicher Footballer. Jugendnationalspieler auch. Genau. Jugendnationalmannschaft habe ich gespielt 2006. Also der Stuttgartlauf, die Staffel, jeder muss so, sagen wir mal, 7 Kilometer laufen. Also das ist momentan auf jeden Fall drin bei dir? Ja, heute bin ich erkältet aktuell tatsächlich. Heute pumpe ich richtig doll. Aber normalerweise 5-6 Kilometer sind aktuell kein Problem. Wir haben jetzt noch 5 Wochen Zeit, 4 Wochen. Ja, 25. 26. Am 26. ist dann der große Stuttgartlauf. Da sind wir dann fit, würde ich sagen. Also da habe ich mein Ziel gesetzt, da ich will alles unter einer Stunde laufen, egal ob ich 6 Komma oder 8 Komma laufe. Also die Kilometerzahl von der Staffel will ich unter einer Stunde schaffen. Und ich denke, ich bin auf einem guten Weg, das zu schaffen. Okay, okay. Also er hat schon ein Ziel. Ich habe noch gar nicht trainiert. Das Einzige, was wir gemacht haben, war ein bisschen Treppenlaufen. Weinberg gestiegen. Und dann war ich komplett erkältet danach. Da kommt auch drin jemand. Auf jeden Fall gut, dass du mitmachst. Jetzt laufen wir noch eine Runde, noch oder? Alles klar. Ja, genau. War doch mal ein super Anfang. Dranbleiben, Matthias. Ja, okay. Ja, Matthias, du hast gesagt, du hast noch nicht so viel trainiert. Ich würde vorschlagen, du schickst einfach nach jedem Training jetzt ein Video an uns. Machen wir alle, oder? Machen wir alle? Können wir auch alle machen, ja. Wenn wir trainieren gehen, filmen wir uns gegenseitig, dann wissen die Zuschauer auch, dass wir wirklich was machen. Okay, ja. Wir können das so machen, wir posten das immer irgendwo in Social Media, dass die Leute das vielleicht auch sehen können. Mhm. Ich mach das bei Facebook oder sowas, bei Instagram oder so und markiere dich und dann kannst du sagen, oh, ja, dann musst du aber mich überbieten. Alles klar, dann überbiete ich dich. Und wer schummelt, was macht der? 10 Liegestützen. Ja, der muss dann irgendwie nach dem Zieleinlauf dann irgendwas ausgeben. Alles klar. Bierle oder so. Ausgeben. Es geht dann um Bierle. So Bierle. Okay. Alles klar, machen wir so. Mal Hand drauf. Aber hat Spaß gemacht heute. Super. Trainieren wir mal weiter. Gehen wir mal duschen, ne? Jetzt sind wir ein volles Team und die Mercedes-Benz Arena ist schon zum Ziel. Ja gut, der Stuttgartlauf ist am 25. und 26. Mai. Der Staffellauf, bei dem wir teilnehmen, ist am 26. Mai, am Sonntag. Bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Vielleicht gibt es bei YouTube ja den einen oder anderen Tipp.